A2.3. Bestimmen Sie rechnerisch den Flächeninhalt A der Dreiecke OPQN in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte Qn. Als Beispiel habe ich nochmal das Dreieck OPQ1, einfach zum Nachschauen, wie liegt dieses Dreieck im Koordinatensystem drin. Wir kennen drei Formeln für den Flächeninhalt von Dreiecken, nämlich 1/2 mal Grundseite mal Höhe, dann 1/2 mal Seite mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel und zusätzlich noch der Flächeninhalt über die Determinante. Da jetzt hier das Dreieck irgendwie im Koordinatensystem drin liegt und nicht parallel zur x- oder zur y-Achse, würde ich hier empfehlen, gleich auf die Determinante zu gehen. Das würde wohl das Einfachste sein. Ansonsten müssten wir umständlich Seitenlängen noch berechnen. Ja, wir kennen zwar OP, haben wir ja oben ausgerechnet, aber die OQN, also hier soll ja in Abhängigkeit von der Punkte QN berechnet werden, die ist wieder unbekannt. Dieser Winkel kennen wir dann auch nicht mehr, also müssen wir alles neu berechnen. Deswegen meine Empfehlung, wir gehen gleich auf die Determinante, die finden wir Formelsammlung auf Seite 44 und da heißt es 1/2 mal jetzt die Pfeile UX, die Pfeile U und die Pfeile V werden dann hier so entsprechend umgeformt. Also zuerst mal brauchen wir zwei Pfeile, wir starten von einem gemeinsamen Fußpunkt, da nehme ich jetzt den Punkt O. Dann brauche ich einen Pfeil von O nach P, den haben wir oben ja auch schon mal ausgerechnet. Das war einfach der Ortspfeil von dem Punkt P, hat also die Koordinaten 3 und minus 1. Zusätzlich brauche ich den Pfeil von O nach Qn. Hier gilt auch wieder Spitze minus Fuß. Qn hat jetzt die allgemeine Koordinaten, aufpassen, nicht die von Q1 hernehmen, sondern die x und 4 geteilt durch x. So, ziehen wir den Fußpunkt nochmal davon ab, also 0, 0. Bleibt auch hier x und 4 durch x übrig. So, und jetzt heißt es hier, es wird in die Determinante eingesetzt. Zuerst, wie man die in die Determinante einsetzt, ist noch recht wichtig. Und zwar, wenn man dieses 3 hier aufspannt, dann gibt es hier ja so einen Winkel rein. Und Winkel werden immer entgegen des Uhrzeigersinns abgetragen. Und jetzt ist es wichtig, dass man mit diesem Pfeil anfängt, der hier entgegen des Uhrzeigersinns zuerst kommt. Also da, wo dieser Winkelpfeil beginnt, mit diesem Pfeil starten wir auch in der Determinante. Daraus folgt also, A-Dreieck ist 1/2 mal Determinante von, und jetzt kommt zuerst der Pfeil OP, also 3 minus 1, und jetzt kommt der Pfeil OQN, also da, wo die Spitze des Winkelpfeils hinzeigt, mit x und 4 geteilt durch x. Die Determinante ist jetzt nichts anderes als eine Umformung von dieser Schreibweise hier. Das 1/2 mal bleibt stehen, beziehungsweise kann ich noch umschreiben zu 0,5 mal. Und jetzt heißt es hier, ux mal vy, das heißt, hier wird so über Kreuz multipliziert. Also der mit links oben wird mit rechts unten multipliziert. Das wäre in dem Fall 3 mal 4 durch x. Dann kommt eine Minus und jetzt folgt UY, das ist der links unten, mal VX, das ist der rechts oben, also wird hier auch nochmal so überkreuz multipliziert. Hier haben wir also minus 1 mal X, Klammer zu. So, vereinfachen wir noch. 0,5 mal und jetzt 3 mal 4 sind 12. Also 12 geteilt durch x, minus mal minus 1 wären plus 1 und 1 mal x wären x. So, letzte Vereinfachung, wir lösen noch die Klammer auf. 0,5 mal 12 sind 6, also folgt hier raus 6 durch x plus und 0,5 mal 1x sind 0,5x. Brauchen wir noch eine entsprechende Einheit dazu, können wir einfach Flächeneinheiten dazu schreiben. So, damit haben wir den Flächeninhalt in Abhängigkeit von x berechnet. An dieser Stelle müssen wir jetzt aufhören, weil wir ja nicht wissen, wie groß x ist, und wären damit fertig.